Guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Heute wollen wir mal Richtung Hettinger fahren. Da fährt man durch ein schönes Teil. Und dann das Lauchertal von Hettinger wieder hoch bis Trochtelfänger und dann wieder rum nach Oberstetter. Wird uns freuen, wenn ihr uns begleitet. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's. Auf geht's. Wir hoffen, dass das Wetter hebt heute. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Wir haben ja Trägerjacke dabei. Genau, Trägerkittel ist in der Tasche hinten drinnen. Und wir sind nicht aus Zuckerguss. Genau. Wir fahren da jetzt Richtung Steuhilber. Wir vermeiden heute aber die direkte Verbindungsstraße zwischen Oberstedt und Steuhilber, weil die Bundesstraße gesperrt ist bei uns und das jetzt eine Ausweichstrecke ist für viele. Da ist mir zu viel Verkehr, deswegen fahren wir halt so. Ist auch schöner. Ja, das Stück vorher, da war der Weg frisch eingeschottert, oder ziemlich frisch. Da bist du hier stecken geblieben, weil es jetzt richtig verdichtet ist. Also laut Wettervorhersage müsste man das eigentlich regenfrei schaffen. Aber wenn ich die Wolke darüber gucke, weiß ich nicht, ob du die Wettervorhersage gelesen hast. Und in die Richtung müssen wir. Da vorne im Wald sieht man jetzt den Augsburgturm. Da haben wir auch mal eine Tour gefahren und dann machen wir mal einen Link oben rein. Der Mais ist ganz schön hoch. So, jetzt fahren wir da auf der Straße Richtung Harthausen.
Ist aber relativ wenig befahrene Straße. Da ist jetzt nochmal der Augsbergturm. Jetzt sind gerade schon zwei, drei Tropfen reingekommen, aber ich glaube, das hält trotzdem. Ja, gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Aber ich vermute ja. Jetzt sind wir in Harthausen. Ich glaube, dahinter regnet es. Ich habe ein Wasser auf der Optik. So, jetzt fahren wir raus aus Harthausen und Richtung Feldhausen. Und jetzt regnet es ein bisschen. Aber hält sich in Grenzen. Das halten wir gerade nicht aus. Und jetzt sind wir in Feldhausen. Und vielleicht könnten wir mal längs um den Kittel erziehen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie, gell? Weil jetzt regnet es. Bevor wir richtig nass sind, sind wir lieber, ja. So, jetzt haben wir den Regenkittel, jetzt kann es aufhören mit Regnen. Wie war das der Akku, wenn der seit den nächsten 120 Minuten keinen Niederschlag? Ja, die App. Wie gesagt, nächste 120 Minuten kein Niederschlag. Ist ja gut. Freuen wir uns drüber. Ha, irgendwo regnet es bestimmt nicht. Garantiert nicht. So, jetzt fahren wir Richtung Innerringen. Jetzt lässt es langsam nach. Aber jetzt lassen wir die Jacke noch trocknen am Körper. Und dann können wir sie wahrscheinlich schon wieder rein. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Jetzt geht's da immer schön bergab nach Hettingen. Das ist echt schön da. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, jetzt kommt wieder Sonne raus. We don't need no. Das sind halt doch brav mehr. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Gerade eben sage ich noch, das läuft noch. Jetzt regnet es wieder stärker. Aber Sonnenschein dazu. Auch schön. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Also da kann ich runterfahren, das ist echt schön. Auch wenn es nicht regnet, ist es schön. Jetzt sind wir halt wieder ein bisschen nass geworden. Immerhin scheint Sonne. So ist es. Jetzt kommen wir nach Hettingen.
tropft halt immer noch so rein. Ich muss nur im Objektiv mal die Tropfen wegmachen. Das ist das Hettinger Schloss. Ja, auf dem Objektiv hat es ein paar Tröpfel drauf, die muss ich wegmachen. Sonst sehe ich die ja gar nicht. Andrea sagt gerade, Hettingen sei die kleinste Stadt in Baden-Württemberg. Das haben die jetzt auch gemisst. Fahren rüber da, ist besser wie auf der Hauptstraße da raus. Jetzt fahren wir über die Lauchert. An der Lauchert haben wir ja auch schon einige Filme gemacht. Und heute fahren wir mal in die andere Richtung. Von Hettingen jetzt wieder zurück nach Trochtelfingen oder ein Stück hinter Trochtelfingen und dann wieder rüber nach Oberstetten. So, jetzt verlassen wir Hettingen. Ich habe gerade eben festgestellt, dass mein Rode Wireless Go irgendeinen Vogel hat. Also es nimmt schon wieder keinen Ton richtig auf, der Empfänger. Den habe ich jetzt weggemacht und nehme jetzt mit dem internen Mikrofon von der Kamera auf. Und dann kann ich nachher leichter synchronisieren mit den Mikrofonen. Die haben ja einen internen Speicher. Aber das ist zum Kotzen. Ich schimpfe Jürgen. Guck lieber, wie schön es da hin ist. Ja, genau. Und es hat aufgehört mit Regnen. Das ist der Sonne noch, ja? War mit mir. Richtig. Also der Radweg entlang der Lauchert, der ist einfach auch schön. Da geht's nichts. Halb Kilometer bis Kammerdingen. Und dann kannst du Energie tanken. Genau. So, da vorne kommt schon Gammerdingen. So, jetzt haben wir ein Gammerdinger.
Der Heiner, da kommt man vom Radweg direkt auf eine vielbefahrene Straße, die man überqueren muss. Also, das ist schlecht gemacht. Gammertinger, mach doch mal etwas. Wäre nett. Es tropft jetzt wieder, aber nur so ein bisschen. Jetzt fahren wir da nach Bahnen. Und gleich nach Bahn. Und in Bonn geht's in Bonn. Und der hat sogar Trinkwasser, der Brunner. Ja, ja. Eben freies Wasser. So, aus Bonn sind wir schon raus. Und jetzt fahren wir da auf so einem schönen Feldweg Richtung Mariaberg. Der offizielle Radweg, der verläuft da drüber, direkt an der Straße. Da sieht man einen Fahrradfahrer. Aber wir fahren da.
Super, da müssen wir jetzt gleich wieder über die Bundesstraße darüber fahren. Da sieht man, es ist das Kloster Maria Berg. Oh, jetzt kommen wir schon an der Lauchertsee. Immer wieder schön da hin. Jetzt fahren wir nach Megerkingen. Von Megerkingen geht es noch wieder den schönen Radweg entlang der Isenbahn nach Trochtelfingen auf. So, machen wir rein. Da ist so ein Tante-M-Laden, der hat von 5 bis 23 Uhr auf, aber Samstag, Sonntags. Kein Sonnenmuster. Willst du einen mitnehmen? Oh, da kommt schon kalt raus. Willst du einen Lustzopf mitnehmen? Na, da geht alles, was man braucht. Oder einfach. Ich muss wahrscheinlich bitte Artikel erfassen. Einmal, zweimal. Dann ist das auf. Backwaren, Brezel,
hat sie jetzt. Und ja, normale Brezel. Hast du zwei Brezel? Ja. Also gut. Fangen wir das Pizza an. Und noch Karte. Ja. Wie viel können wir da? Kannst du es sagen? That's it. Yep. Eben früh. Ja, solche Läden finde ich super. Das ist schon so ein kleiner Ort. Kannst du echt wieder was machen. Also ich finde das Konzept von diesen Tante-Im-Läden finde ich absolut klasse. Das hat jetzt offen von 5 bis 23 Uhr, auch samstags und sonntags. Du gehst da rein, da gibt es also alles, was man so braucht. Und du zahlst mit Karte, Bar oder hast eine Guthabenkarte. Echt cool, also finde ich super. Und dann so ein kleiner Fleck wie da, war mitten im Mai. Und regional ist es auch noch, ja. Zum Großteil. Ja, regionale Produkte. Auf jeden Fall einen Daumen hoch. Richtig gut. Einfach schön, Alter. War jetzt wieder richtig schöne Radtour. Jetzt haben wir noch so, was wollen sein, noch 10 Kilometer oder so, dann sind wir wieder daheim. Aber das ist ja schon fast wieder daheim. So, Bahnübergang. So, jetzt fahren wir Richtung Trockelfänger. Sind wir gleich dort. Haben wir das meiste schon. Ja. So, jetzt kommen wir nach Trockelfänger. Jetzt fahren wir noch schön durch Städtle durch. Wenn wir uns ein bisschen durchschütteln. Ja, da ist Kopfsteinpflaster. Trockelfänger ist einfach immer wieder schön. Herrlich.
So, da geradeaus, wo der Lastwagen steht, da müssen wir rauf. Aber da müssen wir zuerst wieder die Straße überqueren. Auf geht's voll nach Oberstedt. Dann sind wir daheim. Jetzt sind wir fast daheim, da hinten ist Oberstedt. War halt wirklich eine sehr schöne Tour, auch wenn es drunter ein bisschen geregnet hat. Aber das war gar nicht schlimm, wenn der Regenkittel dabei geht. Und wir sind nicht aus Zuckerguss. Auch das. Also, war echt schön. War auch schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.